Ich sehr heute hier sein zu können. Ich bin oft im Publikum gesessen und habe mir angehört, was mir schlaue Leute über Notfallmedizin erzählen. Deswegen bin ich heute sehr gespannt, ob ihr meinen Vortrag dann als gut befindet. Also ich werde euch was über die präklinische Geburt erzählen. Das ist an sich der natürlichste Notfall der Welt. Notfallgeburt, warum ist es doch irgendwie ein Notfall? Es ist was Seltenes und Seltenes hat immer ein hohes Stresspotenzial. Die 50. Thoraxschmerzausfahrt wird uns nicht stressen, aber man fährt zu einer Geburt, das passiert selten und das kann einen durchaus ein klein wenig aus dem Konzept bringen. Im besten Fall haben wir keinen Patienten. Im besten Fall fahren wir hin, gratulieren dem Vater, klopfen den Sanis auf die Schulter und helfen beim Nabelschnur durchschneiden und begleiten Mutter und Kind ins Krankenhaus. Aber im schlimmsten Fall haben wir 2 Patienten. Wir haben wenig Möglichkeit, eine präklinische Geburt zu üben oder auch innerklinisch eine Geburt zu üben. Wir haben eingeschränkte personelle sowie eine räumliche Situation, so wie immer in der Notfallmedizin. Und das ist was, was für die Geburtshilfe einzigartig ist. Wir haben immer die Möglichkeit, dass eine völlig physiologische Situation plötzlich zu einer akuten Vitalgefährdung wird. Und was wir auch nicht haben, ist, wir haben präklinisch keine Möglichkeit, den Gesundheitszustand des Kindes zu überwachen. Was ist jetzt der Geburtsvorgang? Wann kommt es zur Geburt und was geht da vor sich? Prinzipiell ist der Zeitpunkt der Geburt eine Kompromisslösung. Das Kind wird dann geboren, wenn die Mutter den Kopf des Kindes theoretisch gerade noch aus sich herausbringt und das Kind reif genug ist, um mit etwas mütterlicher Hilfe außerhalb der Mutter überleben zu können. Und es ist evolutionär nicht ganz gut gelöst, weil der Kopf muss nämlich zuerst durch einen querovalen Beckeneingang, dann durch die runde Beckenmitte und zum Schluss längsoval zum Beckenausgang. Das heißt, das Kind muss sich während der Geburt drehen. Eingeteilt wird die Geburt in 3 Phasen, das kennen wir alle aus der Studienzeit. Diese Phasen können unterschiedlich lang dauern, je nach wie häufig eine Frau schon geboren hat. Und es wird von jeder Frau eine Geburt individuell empfunden. Es gibt Frauen, die sind schmerzgeplagt nach 3 Wehen und es gibt Frauen, die spazieren rein und sagen, naja, eigentlich geht es mir noch voll gut und 2 Minuten später ist das Kind da. Was sind jetzt die Phasen einer normalen Geburt? Die Eröffnungsphase, das ist einfach der Beginn regelmäßiger schmerzhafter Wehen, die an der Zervix Wirkung zeigen, bis der Muttermund vollständig eröffnet ist. Die Austreibungsperiode ist dann die Phase von Muttermund ist vollständig eröffnet, bis Kind ist komplett geboren. Und die Nachgeburtsperiode ist die Zeit, die Plazenta braucht, um nach der Geburt des Kindes auf die Welt zu kommen. In der Eröffnungsphase der Geburt haben wir wenig Möglichkeiten, präklinisch in irgendeiner Form tätig zu werden. Es ist auch die Zeit, wo wir nicht wissen, geht es dem Kind gut, geht es ihm nicht gut. Da können wir keinen Einfluss drauf nehmen. In der Austreibungsperiode können wir schon Einfluss nehmen auf das Vorangehen der Geburt. Und in der Nachgeburtsperiode sollen wir sogar Einfluss nehmen und aktiv werden. Oft denkt man sich, soll ich jetzt noch bleiben, soll ich fahren, was tue ich jetzt mit der, die weht und ich muss jetzt vielleicht noch 1 Stunde fahren, geht sich das aus oder nicht? Also wann bleibe ich und wann fahre ich? Wenn man sieht, das Köpfchen schneidet durch, was heißt das Köpfchen schneidet durch? Es kommt eine Wehe und am Ende der Wehe bleibt der Kopf sichtbar. Das heißt jetzt nicht, dass der ganze Kopf schon da ist, dann bitte auf jeden Fall bleiben. Sondern das heißt, ein bisschen Haare sind zu sehen. Die Labien klaffen ein bisschen, das Köpfchen bleibt sichtbar. Klaffender After. Das Köpfchen tritt tiefer und durch den Druck, den der Kopf im Becken der Mutter auslöst, fängt der After an zu klaffen. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Köpfchen wirklich schon tief ist und demnächst aufsteigen wird und es demnächst zur Geburt kommen wird. Oder das Köpfchen schneidet ein und wir wissen, wir müssen lang fahren, dann bleiben wir auch eher vor Ort. Einschneiden des Köpfchens heißt, der Kopf ist in der Wehe sichtbar und wenn die Wehe vorbei ist, rutscht das Kopferl wieder ein Stückchen zurück. Und wenn die Frau sagt, ich muss jetzt entweder groß aufs Klo oder pressen, dann kann man mal einen Blick riskieren. Blick riskieren heißt jetzt einfach die Labien ein bisschen spreizen und schauen, ob man da vielleicht Haare sieht. Dann eher bleiben. Eine vaginale Untersuchung für den Ungeübten bringt wenig bis nichts, weil man spürt am Anfang manchmal was Hartes, es ist ein bisschen warm. Und man weiß nicht so recht, was da jetzt gerade auf uns zukommt. So, brauche ich jetzt heißes Wasser und Tücher? Tücher ja, ist nie schlecht im Rahmen einer Geburt, das ist manchmal eine ziemliche Sauerei. Wir bringen einmal die Gebärende in Rückenlage. Warum? Wenn sie in Rückenlage ist, können wir gut zum Ort des Geschehens dazu.
Wir legen einen IV-Zugang oder lassen von einem erfahrenen Helfer, der in der Lage ist, einen IV-Zugang zu legen, einen IV-Zugang legen. Wir bedenken, dass jetzt demnächst noch ein potenzieller Patient die Bühne betritt und richten das einmal her. Das heißt, die Versorgung des Neugeborenen mit Nabelkämme, Babyambubeutel, warme Tücher sollten vorrätig sein. Und dann treten wir in Aktion. Wir sind jetzt dann das, was in der Klinik die Hebamme übernimmt. Wir lassen den Kopf langsam mit der Hand über den Damm gleiten. Das heißt, wir bremsen den Kopf und ich sehe gerade, dass ich rechts und links wieder mal vertauscht habe. Also wir bremsen mit der linken Hand den Kopf, der uns langsam entgegenkommt und machen gleichzeitig mit der rechten Hand einen Dammschutz. Man kann sich das so vorstellen, wenn ihr eine Flasche Sekt öffnet, dann ist relativ viel Druck hinter dem Korken. Wenn man den Korken jetzt ungebremst rausplatzen lässt, dann ist meistens viel Sekt überall, nur nicht im Glas und der Korken fliegt unkontrolliert durch die Gegend. Also lasst den Korken ganz langsam in eure Hand gleiten, dann geht die Flasche nicht über und ihr habt den Kopf bzw. den Korken unter Kontrolle. Also ganz langsam den Kopf nach oben drücken lassen. Wenn ihr merkt, dass ihr nicht mehr in der Lage seid, diesen Kopf zurückzuhalten, dann sagt zur Frau, atmen. Vielleicht hört sie auf euch, vielleicht auch nicht. Deswegen ist es wichtig, dass ihr den Kopf ein bisschen unterstützt und langsam kommen lasst. Nicht ziehen. Es wird nicht am Kind gezogen. Egal was ist, es wird niemals am Kind gezogen. Dann ist der Kopf da, wir freuen uns. Die erste Kuh ist vom Eis, jetzt kommt die zweite Kuh, nämlich die Schultern. Wir können ein bisschen mithelfen, indem wir das Köpfchen piparietal fassen, steil bergab bewegen zur Geburt der einen Schulter und dann steil abhängen zur Geburt der anderen Schulter. Also einfach runter, rauf, freuen. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir da ein Butzi liegen, das möchte abgetrocknet werden, es möchte ein bisschen stimuliert werden, damit es einen lauten, deutlichen Schrei von sich gibt und die Welt willkommen heißt. Abnabeln, ja, müssen wir. Wenn jetzt dieses Kind nicht sehr motiviert ist und uns nicht entgegenbrüllt, dann sofort, weil wir müssen dann Aktionen setzen, das Kind eventuell beatmen, was dann meistens die Lösung des Problems ist, aber wir müssen aktiv werden, deswegen sofort abnabeln. Wenn das Kind gut drauf ist und schreit und rosig wird, dann kann man es auch nicht sofort abnabeln. Aber sobald wir das Kind abgenabelt haben, bitte der Mutter 5 Einheiten Syntocinon als Kurzinfusion geben. Warum? Zu dem kommen wir später. Und Wärmeerhalt fürs Kind ist ganz wichtig. Den Babys wird ganz schnell ganz kalt. Überlegt euch, ihr seid in der Therme, es ist voll schön warm, seid draußen im warmen Whirlpool und müsst zurück hinein und müsst aber im Winter aus dem Whirlpool raus, im Freien rübergehen und dann wieder rein. Ist wirklich kalt und ungefähr so fühlt sich das für das Butzi an, wenn es frisch auf der Welt ist. Dann einmal durchatmen. Also wenn ihr das erledigt habt, dann ist schon mal gut, dann ist das Baby da und die ersten großen Katastrophen sind einmal erledigt. Große Katastrophen, Schulterdystokie, das wäre etwas, wo ihr aktiv eingreifen müsst und dem Kind auf die Welt helfen müsst. Es betrifft 0,5 bis 2,3% aller Geburten. Warum erzähle ich euch das dann überhaupt? Die präklinisch Gebärende ist meistens eine Frau, die schon mal geboren hat oder eine Frau, die nicht wusste, dass sie schwanger ist. Und sehr schnelle Geburtsverläufe können zu einer Schulterdystokie führen. Und die Frauen, die präklinisch ihre Kinder kriegen, die werden wahrscheinlich einen sehr schnellen Geburtsverlauf haben. Wie erkenne ich das jetzt? Das Turtleneck-Sein heißt, der kindliche Kopf kommt, dann kommt die nächste Wehe, man würde sich erwarten, dass das Kind einem entgegenkommt, aber anstatt dass es einem entgegenkommt, zieht es sich wieder rein. Und die Weichteile der Mutter sind wie ein Rollkragenpulli am Hals des Kindes und schieben sich nach oben. Was machen wir jetzt? Noch nichts. Dadurch kommt es zu einer venösen Stauung im kindlichen Kopf. Das heißt, die Hypoxie ist kein primäres Problem, sondern entwickelt sich dann sekundär aufgrund der Stauung. Und wir müssen irgendwie eine Maßnahme treffen, um das knöcherne Becken der Frau in irgendeiner Form zu erweitern. Das klingt jetzt nett, aber wie erweitere ich jetzt das knöcherne Becken einer Frau? Und zwar gibt es da mehrere Manöver. Das eine ist das Gaskin-Manöver. Man bringt die Gebärende aus der liegenden Position in den Vierfüßler. Man kann das eventuell auch wiederholen. Oder man setzt danach ein McRoberts-Manöver. In Rückenlage wird die Hüfte gebeugt und dann wird gestreckt und gebeugt, um eben diesen Beckenring ein bisschen zu erweitern. Und diese beiden Manöver lösen 2/3 aller Schulterdystokien. Das heißt, damit hat man 2/3 aller Probleme gelöst. Dann gibt es eine Vielzahl von inneren Rotationsmanövern. Ich habe versucht, das ein bisschen vereinfacht darzustellen. Und zwar gibt es einerseits den Rubin, reinfahren und die Schulter in die Richtung vom Gesicht vom Kind drehen. Wenn das nicht geht, Wut, oberhalb einfahren und dorthin dran, wo das Kind nicht hinschaut.
Und dann gibt es noch den Achselzug, das heißt, man versucht irgendwie mit dem Finger in die Achselhöhle des Kindes einzuhaken und da anzuziehen. Das ist die einzige Situation, wo man ein bisschen ziehen darf, um das Kind dazu zu bewegen, herauszukommen. Wenn man sich jetzt denkt, um Gottes Willen, ich kann da nicht reingreifen und nicht ziehen, und gerade vorher hat sie gesagt, greift es da nicht rein, durch das hüft nicht. Eine erbsche Parese ist mit dem Leben vereinbar. Ein gebrochenes Schlüsselbein heilt aus, ein hypoxischer Hirnschaden nicht. Und in der Situation seid ihr der beste Geburtshelfer, den Mutter und Kind zu der Zeit haben können. Das heißt, ihr müsst in irgendeiner Form aktiv werden. Und wie wir das jetzt machen, habe ich da mal gefilmt. Geht das mit dem Ding? Weiß keiner. Nein, ja. Mit der Maus, ja. Welche Maus? So, da hier ist Gaskin. Man kniet sich einfach auf die Fußschaufel der Frau, damit sie einem nicht davon fliegt, und bewegt sie mit Schwung nach vorne in den Vierfüßler, macht einen Blick, ob das Kind vielleicht schon da ist. McRoberts-Manöver. Dabei ist es wichtig, dass man die Gebärende möglichst nach unten bewegt, damit man die Möglichkeit hat, die Hüfte maximal auszustrecken. Also man drückt die Hüfte nach unten und dann bewegt man die Knie rasch Richtung Achselhöhle, ein-, zweimal hintereinander. Wenn man noch jemanden dabei hat, der kann oben einen suprasymphysären Druck ausüben, um das Kind eben zusätzlich nach unten zu bewegen. Man kann da den Vater oder irgendjemanden einspannen, dass er die Frau oben festhält, damit man sie nicht zu schwungvoll nach unten zieht. So, jetzt kommen wir die nächste Katastrophe, die uns treffen kann, eine Beckenendlage. Als erstes, das ist wirklich, wirklich sehr selten präklinisch zu lösen, weil die meisten reifen Kinder, die sich in Beckenendlage befinden, per Sektio auf die Welt geholt werden. Das heißt, das wird einen selten treffen. Wenn es euch allerdings trifft und der Unterleib des Kindes als Ganzer geboren ist, das heißt, wenn der Nabelansatz zu sehen ist, dann muss das Kind entwickelt werden, weil ab diesem Zeitpunkt wird es nicht mehr nicht mehr versorgt. Ich habe euch jetzt da nur drei Manöver herausgeschrieben, wo ich mir denke, das könnte man machen in der Notfallsituation und sich daran erinnern, wie es funktioniert. Einerseits den Bracht, das heißt, Kind ist bis auf Nabelhöhe geboren. Wir fassen das Kind wie ein Backerl, genau, wie ein Burger. Das heißt, die Daumen liegen auf den Oberschenkeln, die Langfinger liegen auf dem Rücken. Und dann bewegen wir das Backerl Richtung Symphyse. Gleichzeitig soll ein weiterer Helfer oben an der Symphyse der Mutter drücken, um den Kopf des Kindes nach unten zu bewegen. Der Sinn dahinter ist nämlich, dass wir das Kind um die Symphyse herumdrehen, quasi. Und da gilt eben wieder, bitte nicht ziehen. Armlösung, wenn die Arme nämlich noch nicht heraus sind, funktioniert der Bracht nicht gut. Man greift rein, hält den Daumen auf der einen Seite des kindlichen Arms, die Langfinger auf der anderen Seite und wischt die Hände nach vorne runter. Einfach die Arme irgendwie rausbringen. Und wenn das nicht funktioniert, oder wenn das alles funktioniert und man kriegt den Kopf nicht, dann versucht man nach Feitz-Melli den Kopf zu lösen. Das Kind liegt am Unterarm, das Köpfchen wird maximal flektiert, man bewegt es abwärts, bis die Haare geboren sind, und dann aufwärts, bis der ganze Kopf geboren ist. Ja, klingt lustig, gell? Wieder ein bisschen mich filmerisch betätigt. Also Bracht, wir fassen das Kind und wir bewegen es schön rund um die Symphyse der Mutter herum. Ich habe da einmal nachgegriffen, weil ich habe es zu viel eingeschmiert. Und dann ist das Kind da hoffentlich. Und Feitz-Melli wäre eben, Kind liegt am Unterarm, Finger ist im Mund des Kindes, flektiert das Köpfchen, wir bewegen nach unten und dann nach oben. Wichtig ist eben in jedem Fall, dass man nicht dran zieht. Gut, jetzt haben wir das alles geschafft. Super, Kind ist da, alles gut, abgenabelt, alles fein. Ja und nein. Jetzt kommt nämlich die Phase, die für die Mutter die gefährlichste sein könnte, die Nachgeburtsperiode. Spätestens 30 Minuten nach der Geburt des Kindes sollte die Plazenta vollständig da sein. Das heißt, wir können trotzdem einen Transport anstreben. Wir müssen jetzt nicht vor Ort bleiben und warten, bis die Plazenta kommt, aber wir müssen im Hinterkopf behalten, die sollte dann irgendwann mal raus. Eine aktive Nachgeburtsperiode, eine aktive Leitung der Nachgeburtsperiode verringert 40-70% der postpartalen Blutungen. Das ist echt viel und das ist wirklich wichtig, dass man da aktiv teilnimmt. Ja? Weil wenn es nämlich blutet, dann blutet es sehr, sehr stark und man verliert sehr schnell sehr viel Blut. Was machen wir jetzt mit einer Patientin, die postpartum blutet? Wir überlegen uns einmal, warum blutet sie? Da gibt es eben die vier T's. T's kennen wir auch von den reversiblen Ursachen des Herz-Kreislauf-Stillstands.
Hier wäre es Tonus, ist der Uterus gut tonisiert oder ist er aton? Tissue, ist die Plazenta vollständig da oder blutet es, weil ein Plazentarest da ist? Trauma, gibt es eine stark blutende Geburtsverletzung, die wir eventuell sogar außen sehen können? Und das letzte wäre eine Gerinnungsstörung, die entweder vorbestehend ist oder aufgrund des massiven Blutverlustes schon aufgetreten ist. Das Ausmaß einer postpartalen Blutung wird um 30-50% unterschätzt, weil meistens oder meistens nicht eventuell erst maternale Kreislaufdepressionszeichen ein Hinweis darauf sind, dass überhaupt eine Blutung da ist. Und wenn es zu einer Kreislaufdepression kommt, dann hat die Frau schon 1-2 Liter Blut verloren und das ist schon viel. Jetzt haben wir eine blutende, verfallende Mutter, was machen wir jetzt mit der? Wir legen eine zweite Leitung, wir machen ein Monitoring, was wir mit jedem kreislaufinstabilen Patienten machen. Wir greifen mal auf den Bauch und schauen, wo ist der Fundus? Ist der weit oben? Ist das meine Ursache? Ist da der Hund begraben? Wie ist die Spannung der Gebärmutter? Dann machen wir uns den Gedanken, ist die Harnblase der Frau vielleicht voll? Das klingt banal, aber eine gut gefüllte Harnblase verhindert, dass die Gebärmutter sich gut kontrahiert. Gibt es komprimierbare Blutungen aus einer Geburtsverletzung? Spritzt es da irgendwo raus? Kann ich da drauf drücken? Dann legen wir Eisblase auf. Wir geben 10 Einheiten Synto als Kurzinfusion, um eben eine Kontraktion des Uterus zu erreichen. Wir geben Nalador, das ist in den meisten Notarztwegen vorrätig. Es ist Soprostona, Prostaglandin-Analogon. 500 Mikrogramm, ja, steht eh da. Und wenn wir es haben, dann kann man Tranexamsäure geben. Das ist einfach dazu da, um die Blutgerinnung wieder anzuregen und zu verbessern. Und das ist eine Situation, wo man sagen kann, da ist Load and Play angesagt. Das heißt, wir müssen ins Krankenhaus, die Frau muss in die endgültige Versorgung kommen, aber wir müssen auch was tun, damit sie bis dorthin das überhaupt schafft. Vorzugsweise ist das Krankenhaus dann vorzuverständigen, dass man sagt, man kommt mit einer Frau, die hat gerade geboren, sie blutet stark, das und das hat man gemacht, aber es herrscht Gefahr im Verzug. Nur ein paar Worte zur präklinischen Frühgeburt. Auch das trifft uns selten. Da gibt es eben die großzügige Dokolyse-Indikation, damit man dieses Kind irgendwie ins Krankenhaus bringt, weil dieses Kind wird, sobald es heraus ist, Hilfe brauchen. Wenn man in die Verlegenheit kommt, diesem Kind auf die Welt helfen zu müssen, sollte man das so schonend wie möglich machen, weil die halten einfach nicht viel aus. Es gibt häufige Plazentalösungsstörungen bei frühen Wochen, weil die Plazenta noch nicht reif ist und noch nicht dazu gedacht ist, herauszukommen. Und man muss unbedingt mit der Neonatologie Kontakt aufnehmen, damit die wissen, was einem blüht. Gibt es Fragen? Zusammenfassend ist eine Geburt ein natürlicher Vorgang, der selten einen Handlungsbedarf erfordert. Man sollte die wenigen Notfallmedikamente, die es gibt, kennen und auch die Dosierung dazu kennen. Für sich selbst ist es immer gut, wenn man für so seltene Notfälle einen persönlichen Handlungsplan bereit hat, dass man, wenn man ihn braucht, ihn schnell abrufen kann. Und nicht verlegen sein und Expert Help seeken. Das heißt, man ist bei einer Geburt, irgendwas kommt einem komisch vor, man ruft jetzt einfach in der nächsten Geburtsklinik an, lässt sich den diensthabenden Geburtshelfer geben und sagt, ich brauche jetzt Hilfe, leite mich an. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus